und Bremsen quietschen ganz schön, wenn sie nass sind. Wird nicht mehr besser, glaube ich. Naja, weiter geht's. Ich sag mal ganz ehrlich, es ist schon ein bisschen quälen. Es ist schon nicht nur ein bisschen, es ist schon quälen. Da stehen sie. Platten, würde ich sagen. So. Der Regen hat fast aufgehört. Schon mal gut. Werde ich vielleicht doch jetzt nochmal die Drohne starten. Sein Happen essen. Aber auf dem Weg, ich fahre jetzt wieder ein Stück dieselbe Strecke zurück. Da war so ein kleines Häuschen, wo man sich hinsetzen kann. Da werde ich dann die größere Pause machen. Weil jetzt hier ist alles nass. Kann mich nirgendwo hinsetzen. Dann macht es auch keinen Spaß. Ja, da hinten ist übrigens das Windrad, was ich vorhin zeigte. Da drüben ist es, da waren wir fast. Also wir waren. Ja, da hinten waren wir. Ja, gleich das erste Magdeburg-Schild haben wir gleich verkehrt gemacht. Achso, wie sieht es überhaupt aus hier? Wir haben jetzt 3,5 Stunden und 57 Kilometer, also fast 58 Kilometer. So ist gerade der Stand der Dinge. Also fit fühle ich mich noch. Ja, also wenn ich jetzt nachher nochmal die Pause gemacht habe, ich denke mal, das ist ungefähr so in einer halben, dreiviertel Stunde sind wir da. Dann nochmal richtig Pause machen und dann fahren wir zurück. So ist der Plan. Ja, ich sage euch auch immer nochmal, viele haben mich jetzt hier belächelt auch für diese Tour. Haben gesagt, so Mensch, schaffst du eh nicht. Okay, noch sind wir nicht zu Hause, ja. Aber macht sowas einfach. Lasst euch nicht irgendwie ausreden von irgendwelchen Leuten, die dann irgendwas, ach, sind Schwachsinn, schaffst du eh nicht oder ja, oder so. Lasst euch davon nicht abbringen. Ja, zieht es einfach durch. Macht es einfach. Genau so sieht's aus. So, da ich jetzt doch eine etwas längere Pause gemacht habe, weil es jetzt wirklich komplett aufgehört hat zu regnen, habe ich ein bisschen was gegessen, habe auch so ein Gatorade mal getrunken. Zeige euch nachher, ein bisschen habe ich noch. Habe ich schon, ich glaube, seit 15 Jahren nicht mehr getrunken. Habe ich dafür die Reise hier ein bisschen Energie. Machen wir gleich mal so ein bisschen meine Ausrüstung, was ich so dabei habe. Ja, wie gesagt, meine Jacke hier, die ich jetzt neu habe hier, hat wirklich jetzt gehalten bei dem Regen. Ja, regenfest, wie gesagt, hier mit Reißverschlüsse Regen, wie gesagt, diese Belüftungsschlitze hier, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, kann man aufmachen, werde ich vielleicht auch gleich noch zumachen, dass es doch ein bisschen zieht, aber es war ganz gut, wo ich so vorhin so geschwitzt habe, ja, denn meine Wintermütze jetzt hier drunter, die ist neu. Dann habe ich mir, wie gesagt, ich hatte ja letztes Mal gesagt, dass ich so ein Problem hatte mit Taschen, wo ich den Jacke ausgezogen habe und so, wusste ich nicht wohin. Und da habe ich mir jetzt die hier noch geholt. Schauen wir uns mal an hier. Andua von Canyon hier, diese Tasche, sehr teuer. Ja, kaum wenn hier so rum bin. Ich habe jetzt hier noch eine Lampe rangemacht hier, weil ich ein Stück auf die Straße gefahren bin beim Regen und ein paar kleine Tunnel da noch waren. Ja, sieht natürlich jetzt schon richtig mistig aus, das Ding. Ja, finde ich bis jetzt gut, hält gut, kann man gut festmachen. Wie gesagt, sehr teuer halt. War jetzt im Angebot gewesen, um 50% gesenkt. Habe ich jetzt 85 Euro bezahlt, kostet aber sonst 160 Euro das Ding. Ja, ich habe gemerkt, so bei Fahrradsachen, je leichter und wasserfester sie sind, je teurer wird es einfach. Ja, aber sonst muss ich sagen, hier ist das eigentlich ganz gut hier dran. Ja, also wackelt nicht, finde ich, ist jetzt alles trocken, was jetzt drin gewesen ist. Da habe ich so ein bisschen jetzt mein Werkzeug drin, zeige ich euch vielleicht später noch. Wie gesagt, ein Ersatzschlauch noch dabei, dann hatte ich noch eine andere Jacke noch dabei, so eine kleine zum Unterziehen, so eine kleine Weste noch, falls es kalt ist. Meine andere Mütze noch, falls die Wintermütze doch zu warm wird. Ja, noch ein bisschen was zu essen drin, ja, das ist da jetzt alles drin. Ja, wie gesagt, meine beiden Fahrradtaschen, meine Flaschen habe ich dabei, die waren voll.
Ja, die Tasche kennt ihr. Ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich das Handy rausgenommen habe, um Fotos zu machen. Da, wo wir in Magdeburg waren, ist natürlich alles nass geworden. Jetzt beschlägt das hier. So, vorne die Tasche kennt ihr ja schon. Die hatte ich beim letzten Mal schon. Da ist jetzt meine Drohne drin. Ja, meine Drohne und die Luftpumpe. Und dann habe ich mir hier noch so eine kleine Tasche hier für das Lenkrad geholt, wo ich jetzt so ein paar Snacks drin habe. Ja, hier sind ein paar Riegel, die ich da drin habe. Hier habe ich dann während der Fahrt, wenn ich einen gegessen habe, kann ich das Papier reinmachen, weil, wie gesagt, schmeißt man natürlich nicht in Müll, in Müll schon, aber nicht im Wald oder so. Ich kann auch zuziehen hier, die ist fest. Und da stecke ich immer jetzt meine Kamera, lege ich hier so rein, wenn ich es jetzt hier nicht dran habe, sondern am Stativ, an diesem Griff, wo ich jetzt mit filme, kann ich die hier reinnehmen, kann ich rausnehmen. Das ist sehr praktisch, habe ich bei anderen YouTubern gesehen. Ja, und dann habe ich mir die jetzt auch noch geholt. Ja, das ist jetzt so mein Setup halt, ja, Fahrrad, wie gesagt, kennt ihr ja. Bin immer noch sehr zufrieden mit dem Fahrrad und ja, sieht jetzt natürlich ein bisschen mistig aus bei dem Wetter. Ich, ja, kalte Füße habe ich immer noch. Ja, die Hose ist jetzt, also ich muss, also die Hose ist auch sehr gut. Mal gucken, ob ich das Fahrrad hier wieder hinstellen kann. Ah, komm her, ich stand doch jetzt vorhin hier schon schön. Na, bleib stehen. Ich muss sagen, schon wieder gut trocken hier. Auch eine Revolution Race, wie gesagt, kein Sponsoring, alles selber gekauft, und das ist jetzt so eine Wanderhose und muss sagen, die ist zwar noch feucht jetzt hier, aber das trocknet schon wieder, das ist gut. Mal gucken jetzt beim Fahrtwind, wie es dann vorwärts geht. Jetzt gibt es hier noch die Banane und dann geht es aber weiter. So Leute, hier meinte ich Pause. 4 3 Euro Schnitzel, 8 Euro, 200 Meter in die Richtung, aber das wollen wir nicht. Ich habe hier Käsestücken, Gouda. Und Gummibärchen. Hier mein Gatorade. Das habe ich schon ewig nicht mehr getrunken. Habe ich gedacht, hier für die Reise. Ja, gibt ja immer so ein bisschen Vitamin B6. Müdigkeit zur Ermüdung bei. Isotonisch. Ja. Geil. Sowas freut man sich doch. Ach, komm her, Käse. Ich liebe Käse. Na, ich denke mal, wir machen jetzt hier 10 Minuten Pause. Ein bisschen die Aussicht genießen. Ja. Mal die Batterien aufladen. Die eine Sache ist ja, dass es der Rückweg sich ja einmal gabelt. Ich werde nicht die gleiche Strecke zurückfahren. Mal gucken, wenn das Wetter jetzt so bleibt. Wie gesagt, ich friere jetzt nicht. Die Hose ist schon fast trocken. Okay, meine Füße sind immer noch kalt. Ich denke mal, auch ein bisschen nass. Ich glaube, sie von der Feuchtigkeit haben die ganz gut. Also nass sind sie jetzt, glaube ich, nicht. Fühlt sich das nicht so an. Das ist ganz gut. Mal gucken, wenn wir bei der Gabelung sind, überlegen wir mal, was wir machen. Wie ich mich fühle. Also wie gesagt, hinter natürlich merke ich ihn ein bisschen. Er tut ein bisschen weh, ist klar. Beine, ja, so langsam merkt es natürlich. Ja. Sind wir jetzt hier 62 Kilometer gefahren in knapp 4 Stunden. Ja. Das ist natürlich eine ganze Menge. Wir sind wieder im Sattel. Und da kommt die Sonne schon wieder raus. Wenn das sehen könnt. Oh, je, 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 je. Ja, so ist das. So macht es wieder Spaß. Also das ist ja, diese Tour ist ein Auf und Ab. Ja, aber oh, da hört das. Aber schön ist immer an diesem Fahrrad, also diesen Touren, so diese Ruhe. Ja, ich bin auch so, ich höre jetzt auch keine Musik oder so, habe jetzt keine Kopfhörer bei. Ich will einfach so diese Ruhe einfach genießen. So. Dieses, ja, diese Natur, Tiere, ja, einfach so diese Ruhe einfach mal. So nachdenken in Ruhe, das ist so, ja, ja, so ist das. Schreibt gerne in die Kommentare, wie es bei euch so ist. So, hier ist auch wieder so typisch, hier bin ich ja vorhin schon lang gekommen. Hier vorne steht gar nichts. Vorhin war ja gesperrt der Weg und da war eine Umleitung. Und hier ist jetzt einfach, wenn ihr euch das anguckt hier, ist der Weg einfach gesperrt. Einfach ohne, dass vorher irgendwo was steht. Es ist einfach gesperrt. Ja, also man kommt da jetzt dran vorbei, aber es ist bloß dieses kleine Stück, was sie da irgendwie neu gemacht haben. Aber trotzdem, jetzt steht hier, was soll ich machen? Umdrehen oder wie? Also krass, krass. Und Bremsen quietschen ganz schön, wenn sie nass sind. Der Regen ist wieder da.
Ja, so ist es leider. Und ich sag euch ehrlich, wir werden den direkten Weg zurücknehmen. Erstmal, weil es jetzt wieder regnet, und zweitens merke ich doch jetzt ganz schön meinen Hintern. Und merke doch, dass so alles ein bisschen wehtut, so unten rum, an den Beinen und so. Und diese 10 Kilometer will ich mir dann wirklich sparen. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ja, darum nehmen wir wieder den direkten Weg, sicher, sicher. 10 Kilometer klingt erstmal nicht viel, aber nachher auf der gesamten Strecke so, wir wollen es auch nicht über, naja, wie soll ich sagen, überstrapazieren, ja. Das ist das erste Mal so eine lange Strecke und dann wollen wir es jetzt nicht noch, ja, genau. So ist der Stand der Dinge. Ich hoffe mal, das Wetter, aber es sieht überall so dunkel aus hier. Wird nicht mehr besser, glaube ich. Naja, weiter geht's. So, wir sind jetzt wieder an der Fähre. Natürlich ist sie wieder auf der anderen Seite, aber sie kommt schon. Also, Regen aufgehört zu regnen hat es auch. Schauen wir mal. So, wir sind über der Fähre drüber und ihr seht, die Sonne kommt wieder raus. Das ist hier heute wirklich ein Hoch oder Hoch und Tief, auf und ab, sagen wir es mal so. Genau. Ja, wir sind über der Fähre drüber. War ganz gut die Pause dort. Ja, muss mir ein bisschen das Gelächter anhören von dem Fährbetreiber da oder von dem Kassenwart. Ja, aber ansonsten war das ganz gut. Oh, ich merke gleich, die Sonne wärmt ein bisschen. Richtig schön jetzt. Ja, wie gesagt, wir nehmen jetzt den direkten Weg wieder zurück. Und jetzt kam schon die erste Nachricht gerade rein. Du hast einen Knall per WhatsApp. Ich habe das Bild gepostet, wo ich in Magdeburg stehe. Naja, jedenfalls, was wollte ich sagen? Ja, ca. 30 Kilometer jetzt noch bis nach Hause. Nicht ganz, 25, zwischen 25 und 30 also ungefähr. Ja, wird das noch eine Weile dauern. Ich fahre jetzt auch nicht mehr ganz so schnell. Ich will einfach, ich merke es doch langsam, ist so der Punkt gekommen. Wir haben jetzt nämlich genau 75 Kilometer, also müssten ca. 25, ja, so 27 Kilometer ungefähr muss ich noch fahren. So ungefähr, wir werden ein bisschen über 100 drüber kommen. Aber naja, wir fahren jetzt mal weiter. Ich zeige euch hier nochmal ein bisschen die Gegend. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Auf und Ab vom Wetter, so fühle ich mich auch gerade. Also mir tut ganz schön so langsam alles weh. Es ist schon, ich sag mal ganz ehrlich, es ist schon ein bisschen quälen. Es ist schon nicht nur ein bisschen, es ist schon quälen. Bin ich ganz ehrlich. Aber wenn dann so die Sonne mal wieder so scheint, dann ist wieder alles vergessen. Aber sobald es wieder ein bisschen kälter, die Sonne weg, dann tut wieder alles weh. Ich bin froh, wenn ich zu Hause bin. Ich glaube, dann werde ich mir schön Wasser in die Wanne lassen. Dann werde ich mich da einfach reinlegen. Ah, man muss immer Ziele haben. Weiter geht's. So, nochmal Rast hier. Die war jetzt auch wirklich nötig. Bin ich ganz ehrlich. Oh, meine Beine macht mir jetzt doch ganz schön zu schaffen. Oh, ich muss jetzt mal strecken, so ein bisschen dehnen. Boah, doch kein Zuckerschlecken. Gute Entscheidung gewesen, doch hier lang zurückzufahren. Oh, das ist alles dreckig, alles voller Sand, voller Modder. Oh Gott. Oh. Es ist jetzt schon eine Qual, muss ich ganz ehrlich sagen. So, wir sind jetzt unterwegs, 5,5 Stunden, also 5 Stunden, 24 Minuten, wenn ihr das ganz genau wissen wollt. Also knapp 87 Kilometer. Laut Adam Riese müssten wir jetzt eigentlich, ja, müssten es noch knapp 20 Kilometer sein. Ungefähr. Nicht ganz, glaube ich. Tja, da müssen wir uns ja noch durchgehen. Ja, da gibt es kein Pardon. Aufgeben gibt es nicht. Wenn ich nachher schiebe.
Mein Hintern tut schon ganz schön weh. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, sind manchmal schon, wenn ich mich hinsetze, Schmerzen von gut und böse. Aber hier jetzt schön, hier schön sitzen. Da scheint die Sonne durch die Äste. Da steht das Fahrrad. Wunderschön, total ruhig hier. Einmal frei. Wunderschön. Was Besseres gibt's doch gar nicht, oder? Naja, außer zu Hause auf der Couch, wenn warm. So langsam werde ich auch müde, muss ich ganz ehrlich sagen. Puh, es wird Zeit, dass ich zu Hause ankomme. So, Pause und dann geht's weiter. Ich finde es immer so krass, dass so manche Orte hier so, wenn du so durchfährst, so wie ausgestorben. Es ist so total ruhig. Ja, du siehst niemanden. Ist schon krass. Die Sonne ist noch da, Leute. Es macht immer noch Spaß, obwohl es... Man freut sich aufs Ziel einfach. Es ist jetzt einfach nur noch ankommen. So, hier sind wir sehr dicht an der Elbe, wie ihr sehen könnt. Ja, also der Elbradweg hat schon ein paar schöne Aussichtspunkte. Muss man einfach mal sagen. Schönes Bild, oder? Kilometer 94. Wir haben es fast geschafft. Weiter geht's. So, ich hoffe, es spiegelt nicht so sehr. 99,9. Wir haben es geschafft, rechte Zahlen nicht beachten, da ist man wieder falsch bei Komoot. 99,9. Wir haben es gleich geschafft. 100, da sind sie. Da stehen sie. Ja. Hahaha. 100 Kilometer. Die Sache ist die, wir müssen glaube ich noch 10 Kilometer, circa, bis ich zu Hause bin. Also die Umleitung, plus dass ich noch ein Stück weiter rein musste in Magdeburg, hat doch, ja, stellt euch mal vor, ich wäre jetzt auch noch die andere Route zurückgefahren, dann wäre ich auf 120 Kilometer gekommen. Eieieiei. Das wäre ganz schön, oh, das ist hier auch ein Polter, dieser Weg. Ganz schön heftig gewesen. Ja, wir haben es jetzt knapp 6 Stunden, genau, 6 Stunden war ich unterwegs. 6 Stunden, 5 Minuten. Ja, krass. Ja, wir haben es jetzt mittlerweile auch schon knapp 16 Uhr. Ja, es wird Zeit, dass wir ankommen. Oder ich besser gesagt. Learnings aus dieser Strecke bis jetzt. Ausrüstung passt eigentlich soweit, bin ich sehr zufrieden. Nur mit den Schuhen. Da muss ich mir was einfallen lassen. Ist einfach zu kalt. Da muss irgendwas anderes her. Mal gucken, was ich da mir einfallen lasse. Und vielleicht doch noch ein Fahrradcomputer, weil ich merke so, ich hätte jetzt öfters so mal noch ein paar Fotos gemacht. So. Denn aber wenn ich das hier so angebaut habe mit meiner Powerbank und so,
rausholen. Dann war vorhin das Problem, wo alles nass war, wieder reingeschoben. Dann hat das Display immer darauf reagiert, auf das Wasser. Und dann ist alles beschlagen da drinnen. Also ich denke mal, da muss doch irgendwie noch ein Bordcomputer mit Navi oder irgendwas her. Ja, aber jetzt, ich werde vielleicht gleich nochmal irgendwo eine ganz kleine Pause machen. Die restlichen Gummitierchen essen. Eine Banane habe ich auch noch. Und dann wird durchgesprintet. Die letzten paar Meter oder Kilometer. So Leute, gerade die 100 Kilometer gefeiert. Immer merke ich, irgendwas stimmt nicht. Platten würde ich sagen. Können wir das Rad wechseln? Ich fasse es nicht. Verdammte Scheiße. Ja Leute, meine Fresse. So, ist getauscht. Hier ist das Rad, da ist der alte Schlauch. Hab bloß hier doch die falschen bestellt mit etwas zu langen. Naja, ihr wisst schon. Ja, ist halt leider so. Da liegt das Rad. Jo, kommt jetzt wieder rein hier. Und dann geht's weiter, würde ich sagen. Ah, nee. Das hat natürlich jetzt ganz schön Zeit gekostet, aber nützt ja alles nichts. Sowas kommt vor. Ich war zum Glück vorbereitet. So, noch 7 Kilometer. Es wird langsam dunkel. Aber wir haben es fast geschafft. Die letzten 7 Kilometer. Ich bin noch langsam am Ende, bin ich ganz ehrlich. So, wir sind auf der Zielgeraden. Ich würde sagen, ja, wir kommen zum Abschluss des Videos. Es sind jetzt ja knapp über 110 Kilometer geworden. Meine Fresse. Die Sonne geht unter. Ich bin froh, dass ich die Tour jetzt gemacht habe, weil jetzt noch später, wie gesagt, die Tage, also die Helligkeit oder das Tageslicht, ja, wird immer weniger. Ja, von daher bin ich froh, dass ich es gemacht habe, dass ich es geschafft habe. Das, was alles auf dieser Tour passiert ist. Oh Gott, ich muss jetzt mal gucken, wie ich das Video schneide. Ich blende jetzt hier mal so ein paar Sachen ein. Die ganze Tour, wie lange ich nun endgültig gebraucht habe, wie viele Kilometer. Blende ich jetzt alles mal ein hier. Könnt ihr euch angucken. Oh, ich muss ganz ehrlich sagen, zum Schluss nochmal, es ist schön. So, wenn man jetzt so das Ziel vor Augen hat, das gibt einem nochmal so Energie. Ja, wo man nochmal die ganzen letzten Kraftreserven mobilisiert. Und dann bin ich gleich da. Oh Gott, freue ich mich. So, auch sofort in die Wanne. Oh, bin ich froh. Und wie gesagt, wenn ihr Ziele habt, macht es. Ja, lasst euch nicht abbringen davon. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe. Dieses Jahr, ich wollte es dieses Jahr unbedingt machen. Das nächste ist noch der 30 Kilometer Marsch, den ich machen will. Das kommt auch noch dieses Jahr. Geil. Ich freue mich drauf. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, ja, lasst gerne mal ein Abo da. Like das Video. Ja. Und in diesem Sinne, es war schön mit euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.